Herzlich willkommen, neue Ausgabe Roli backt und kocht am Mittwoch. Ja, Mittwoch. Auch heute wieder kein Rezept von mir, aber dafür ein Aufruf an euch. Ich brauche nämlich was von euch, ich will etwas von euch. Und was will ich denn da? Seit geraumer Zeit präsentiere ich ja meine Rezepte, die ich für gut halte, wo ich sage, jawohl, das passt, das schmeckt mir, das ist alltagstauglich. Aber ich weiß, dass ja viele von euch auch solche Rezepte im Petto haben. Bestimmt hat jeder von euch so ein Lieblingsrezept, das er immer wieder gerne macht. Und das hätte ich gerne. Also, ich würde das gerne ausprobieren, da mal ein Video dazu machen. Und wer Lust hat, dem möchte ich hier einfach an dieser Stelle mal bitten, lasst mir mal euer Lieblingsrezept zukommen, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein zum Beispiel. Wäre cool, wenn da auch mal ein bisschen was Landestypisches dabei wäre. Also ich bin ja praktisch hier aus Franken, ein Teil von Bayern. Ich kenne die fränkische Küche zum Beispiel relativ gut. Bei uns gibt es Schweinsbraten und Schäuferler und fränkische Bratwurst. Ja? Das sind hier so lokale Spezialitäten, die man hier eben auch gerne isst. Ich weiß aber, dass natürlich andere Bundesländer ihre ganz eigenen Spezialitäten haben. Und nachdem ich ja meinen kulinarischen Horizont immer so ein bisschen auch erweitern möchte, würde ich gerne was ausprobieren. Also schickt mir einfach mal eure Rezepte zu und ich kann die dann testen und gucken, ob das auch was für einen Franken wie mich ist. Und ich sag's gleich vorweg, der Franke an sich gilt ja jetzt nicht unbedingt als der experimentierfreudigste, ja. Man sagt uns Franken eher nach, wir sind etwas verschroben und sehr eingeschossen auf das, was wir kennen. Bei uns gibt es auch das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja? Aber ich bin da ein bisschen anders und wer weiß, vielleicht finde ich ja tatsächlich ein grandioses Rezept von euch. Würde ich mich sehr darüber freuen. Von daher, postet es einfach in die Kommentare. Wer das Rezept nicht direkt in die Kommentare posten möchte, der kann einfach einen Kommentar reinschreiben. Dann lasst euch da eben entsprechende Nachricht oder eine E-Mail zukommen. Und dann kriegen wir das hin. Finde ich eine coole Sache. Und dann kommen praktisch Rezepte von euch, für euch. Und ich muss das praktisch bloß noch kochen und filmen und ein Video dazu drehen. Finde ich eine gute Sache. Oder wenn ihr das natürlich anders seht, auch hier schreibt es einfach in die Kommentare. Weiß ich auch Bescheid. Ja? Also Mitspracherecht. Demokratie schreiben wir ja hier groß. Ja, so viel dazu. Kurzes Video, ich hatte es schon gesagt. Und nächsten Mittwoch gibt es tatsächlich mal ein kurzes Rezept. Ich weiß auch schon was, aber ich verrate es noch nicht. Ich sage euch aber, es wird grandios. Ist richtig geil. Und deswegen schaltet auch am nächsten Mittwoch wieder ein. Aber natürlich auch, wie gewohnt, am Sonntag. Ja, Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, das ist was für euch. Und dann sehen wir uns wieder auf jeden Fall am Sonntag zu einem neuen Rezeptvideo und natürlich auch dann wieder am nächsten Mittwoch. Ich habe euch ja hier schon was echt Cooles versprochen. Machen wir auch. Also, in diesem Sinne, ciao und bis Sonntag. Bye, bye.